herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel des FC Hansa Rostock gegen den 1. FC Heidenheim. Am Sonntag 18.30 Uhr, das Ostseestadion öffnet um 16.30 Uhr. Aktuell haben wir 14.800 Karten verkauft. Es sind also noch ein paar Restkarten übrig, die man online erwerben kann über die Hansa-App oder in den drei Hansa-Fanshops in der Stadt Rostock. Ja, und es gilt natürlich auch für dieses Spiel, dass ein 3G-Nachweis erbracht werden muss. Alle Informationen auf unserer Homepage www.fc-hansa.de. Für eure Fragen stehen heute unser Cheftrainer Jens Hertel zur Verfügung und unser Spieler John Verhoek, die ich beide hier herzlich begrüße. Wir legen wie immer los mit Jens. Jens, wer steht dir denn am Wochenende nicht zur Verfügung? Also erstmal, sorry, meine Stimme ist ein bisschen weg jetzt seit 2-3 Tagen. Ich weiß auch nicht, also ich habe eigentlich nicht sonderlich viel gebrüllt im Training, aber irgendwie ist dann doch ein bisschen angegriffen. Ja, also zum Kader, der Simon ist gestern zurück ins Training, Teil eingestiegen, heute das ganze Training mitgemacht. Heute im Training hat es Ben ein bisschen erwischt, der hat einen Treffer abbekommen, also da müssen wir mal schauen. Ben voll, das ist, wie das bei dem dann sich morgen entwickelt, aber der könnte halt fraglich sein. Und Pascal hat ja die ganze Woche komplett mittrainiert. Also wir können eigentlich aus dem Vollen schöpfen, bis auf die Langzeitverletzten Tobi Schwede und Maurice Littger, die noch nicht dabei sind. Gegen Hannover kleine Schockminute, was Markus Kolke angeht, aber das ist alles wieder in Ordnung. Ja, da war es mir mal dann kurz ein bisschen schlecht geworden, aber haben die Physios alles gut hingekriegt. Markus hat komplett die Woche trainiert ohne Beschwerden. Prima, gute Nachrichten. Dann könnt ihr loslegen mit euren Fragen. Marc kommt mit dem Mikro zu euch. Wenn ihr dann eine Frage habt, reicht wie immer ein kurzes Handzeichen. Sven Krise von 80s. Die Erwartungshaltung ist ja nun sicherlich nach dem Hannover-Sieg auch noch ein bisschen größer bei den Fans, dass man vielleicht sagt jetzt oder dass vielleicht die Meinung aufkommen könnte in der Anhängerschaft. Naja, es kommt Heidenheim, da sollte man letztendlich vielleicht sogar eine Runde weiterkommen. Wie können Sie vielleicht diese Gefahr, sage ich mal, vielleicht auch von der Mannschaft fernhalten und den Fans sagen, dass das im Prinzip eine ganz andere Kiste wird gegen Heidenheim? Also ich glaube, mit der Mannschaft muss ich nicht so viel machen. Ich glaube, die wissen schon, was da auf sie drauf zukommt. Also braucht man sich nur die physischen Daten anschauen, die Heidenheim Woche für Woche abliefert. Die sind jetzt vorne, was Laufleistung, was intensive Läufe betrifft. Also dann wissen wir schon, dass das eine Mannschaft ist, die neben den physischen Komponenten aber auch richtig gut Fußball spielen kann, die sich enorm weiterentwickelt hat. Also ich glaube, in der Mannschaft ist das nicht ein Problem. Und alle Zuschauer oder alle Fans, die denken, das wird jetzt mal so einfach, den kann ich eigentlich schon heute hier an der PK einen Zahn ziehen, dass es eben mit Sicherheit nicht einfacher wird, eher komplizierter, weil jetzt natürlich alle auch nochmal wach geworden sind durch das Spiel von uns in Hannover, wo wir es über weite Teile richtig gut gemacht haben. Und ich denke auch, Heidenheim wird uns nicht unterschätzen, aber sie werden halt alle diese Dinge, die sie auszeichnen, in die Waagschale werfen. Und da muss man einfach auch mal Frank Schmidt ein Kompliment machen. Also ich kenne ihn ja schon eine Weile und wir haben uns auch schon immer mal eine Weile duelliert, also in größeren Abständen. Und der entwickelt sich halt immer weiter und auch seine Mannschaften weiter. Also es ist nicht mehr zu vergleichen, wie sie vor 10 Jahren gespielt haben, wie sie eben jetzt spielen. Also deutlich variabler. Und trotzdem immer noch mit diesen Basics, mit Zug, mit Druck, mit Intensität. Und deswegen wird das für uns eine schwierige Aufgabe. Aber nichtsdestotrotz, erste Hauptrunde zu Hause hier gegen eine Mannschaft aus unserer Liga. Natürlich wollen wir auch gerne eine Runde weiterkommen und werden natürlich versuchen, unser Pfund oder unsere Pfünde, die wir haben, in die Waagschale zu werfen und das Heidenheim hier recht unangenehm zu machen. Sönke Fröbe von der Ostsee-Zeitung. Heidenheim ist vor einem Jahr mal fast in der Bundesliga gelandet. Wo sortieren Sie sie für diese Saison ein? Gehören Sie mit zum erweiterten Favoritenkreis oder ist das angesichts dieser großen Konkurrenz ein bisschen hochgegriffen? Ich denke, sie gehören zum erweiterten Favoritenkreis, weil sie sich schon auch alle Schlüsselspieler haben sie behalten. Tim Kleindienst haben sie jetzt im Fest auch zurückgeholt. Und das ist immer so, wenn viele große Hechte im Teich sind, da kann halt auch mal irgendwie so ein kleinerer Hecht dann eben auch ganz vorn landen, weil die anderen auf denen gar nicht so eine Obacht geben. Und das kann eben passieren, dass dann eben Werder oder HSV und Schalke zu sehr aufeinander schauen und dann kommt auf einmal eine Mannschaft so aus dem Windschatten und schießt dann einen vorbei. Also das ist jetzt nicht auszuschließen, obwohl man sagen muss, dass es schon eine Monsteraufgabe ist, glaube ich, für alle gegen diese drei Großen dann halt auch immer
wieder Punkte zu holen und zu bestehen. Adrian Wittwer von der Bild-Zeitung. Haben Sie einerseits Heidenheim gerade zum erweiterten Favoritenkreis gezählt? Über das Hannover-Spiel haben wir gerade auch gesprochen. Es gibt den Heimvorteil im Pokal. Wenn man das alles so zusammenfasst, ist es trotzdem irgendwie ein Spiel auf Augenhöhe, 50-50 oder 49-51? Oder wie schätzen Sie das in etwa ein? Ja, also ich würde sagen, Heidenheim ist leicht favorisiert, aber aufgrund jetzt eben auch, dass sie vor 2 Jahren eben die Relegation gespielt haben und da halt mit dem halben Bein auch in der ersten Liga waren. Aber im Pokal so und so verschwimmen immer so ein paar Sachen und für uns wird es wichtig sein, wie wir reinkommen in das Spiel. Wenn wir eben direkt, sag ich mal, die Euphorie auch von den Rängen mitnehmen können, wenn wir das auf den Platz transportieren können, wenn wir merken, wir kommen rein, wir sind drin in den Zweikämpfen, wir kommen zu Abschlüssen, dann kann das auch ein Spiel komplett auf Augenhöhe werden. Und das ist das, was wir auf jeden Fall wollen und gucken, dass wir, klar, eben eine Runde weiterkommen und vielleicht hier auch mal einen Bundesligisten begrüßen können. Konnten Sie denn im Training in dieser Woche die Euphorie aus dem Hannover-Spiel mitnehmen? Ich denke schon, dass die Stimmung eine ganz andere war als letzte Woche. Ich glaube, da waren wir alle ein bisschen gestresst und auch frustriert von diesem Ergebnis aus dem Karlsruhe-Spiel, wo die Leistung eben jetzt auch nicht schlecht war. Und deswegen ist das jetzt eine andere Atmosphäre gewesen, ohne dass wir jetzt uns irgendwie alle auf die Schulter geklopft hätten oder dass jetzt kein Zug im Training gewesen wäre. Also das ist genau das, was wir eigentlich brauchen. Also Spaß, Lockerheit und trotzdem Intensität und Konzentration. André Gehrig von den Norddeutschen Neuesten Nachrichten. Im Pokal kann es ja auch mal ein bisschen länger gehen. Gibt es denn eventuell noch mal so ein Elfmeterschießen zum Üben oder wie gehen Sie die Sache an? Ich glaube, das kann man nicht so viel trainieren. Da gibt es bei uns genug Jungs, die für sich immer mit den Torhütern Elfmeterschießen. Und wenn es dann soweit kommen sollte, dann werden wir auch 5 finden oder am Ende des Tages eben auch mehr. Aber das speziell zu trainieren, das geht dann halt nicht. Das haben wir jetzt auch bei der EM gesehen, wenn es wirklich um was geht und du läufst dann von der Mittellinie dann auf das Tor zu, das wird immer kleiner und das kannst du in keinem Training irgendwo nachstellen. Da kannst du noch so viel Elfmeter schießen, sondern da kann man zwar so seinen Ablauf reinkriegen, haben die Jungs drin, aber bei dem einen oder anderen geht es dann eben doch dann wieder alles durcheinander und man macht auf einmal völlig andere Sachen als die man eigentlich geplant hat. Also von der Seite denke ich, dass es schwierig ist, sowas zu trainieren und auch diesen Druck zu simulieren. Oliver Kramer von der dpa. Wie gehen Sie eigentlich in so ein Spiel rein? Na klar, man geht immer ein Spiel, um zu gewinnen, aber ist es schon nochmal in so einem Pokalspiel anders, möglicherweise auch mit mehr Risiko als in einem Punktspiel, wo es ja wirklich um Punkte geht? Also sagen, okay, wir spielen zu Hause vor so einer Kulisse, da geht man mehr Risiko von Beginn an schon. Na, was heißt denn jetzt mehr Risiko? Also wir versuchen schon auch immer irgendwo nach vorn zu spielen und Spiele zu gewinnen und darum kommt es ja drauf an und nicht jetzt irgendwo jetzt auch was völlig anderes zu spielen, als was man sonst spielt. Also wir wollen das Spiel gewinnen und dafür musst du Torchancen rausarbeiten, dafür musst du halt nach vorn spielen, dafür musst du auch in bestimmten Phasen des Spiels auch Risiko eingehen und musst halt Mann gegen Mann auch teilweise spielen, um vorn vielleicht mal eine Überzahl oder eine Gleichzahl herzustellen und den Gegner das dann eben auch schwierig zu machen. Und da gilt es immer abzuwägen, wie viel Risiko gehe ich und was hat der Gegner eben auch zu bieten. Und ich glaube, wenn wir gegen Heidenheim Tore machen wollen, da müssen wir schon in einer oder anderen Situation auch Risiko gehen und die Situation, die sich dann bieten, vielleicht über schnelles Umschalten, da müssen halt auch genug Jungs mit, um dann die Situation auch zu Ende zu spielen. Wenn du das nicht machst, dann verpufft das halt. Sönke. Am nächsten Wochenende geht es ja dann schon, oder am übernächsten geht es dann wieder gegen Heidenheim. Welches Spiel würden Sie lieber gewinnen? Das jetzt am Sonntag oder eine Woche später? Ja, also die Frage wurde mir gestern also auch oft gestellt. Und wenn ich die beantworten sollte, und ich hätte wirklich nur die Wahl, also eins kannst du dir wählen, was du sicher gewinnst, dann wäre das Punktspiel. Adrian.
Ich habe nochmal eine Nachfrage zu Simon Rein. Selbst wenn er morgen dann nochmal die Trainingseinheit mitmacht, wie groß ist denn ja, überhaupt die Veranlassung, ihn dann mit reinzunehmen nach so einem Spiel, was erfolgreich war und man eigentlich als Trainer vielleicht möglichst wenig ändert? Ja, ich denke, dass dann Simon starten würde, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Es ist halt die Frage, ob er jetzt mit dem Kader zurückkehrt oder noch nicht, oder ob wir dann noch halt eine Woche warten. Also er hat das ja gegen Karlsruhe auch wirklich gut gespielt. Ich glaube, es war einer in dem Spiel unser besten Spieler. Und jetzt haben wir es aber auf der anderen Seite in Hannover eben auch gut gemacht. Bentley Baxterbahn hat die Rolle richtig gut gespielt, die ja auch ein bisschen neu war für ihn, ein Stück weiter hinten. Und da gibt es jetzt eben auch nicht so einen ganz großen Anlass, alles durcheinander zu würfeln. Gunnar Meinhardt von der Welt. Durch den DFB-Pokal kann man natürlich auch sein Budget ein bisschen aufbessern. Spielt das auch eine Rolle, diese wirtschaftliche Denken im DFB-Pokal, eine Runde weiterzukommen oder möglichst vielleicht ja noch eine Runde weiterzukommen dadurch und den Etat des Vereins auch ein bisschen, gerade in der Jetztzeit, noch aufzubessern? Na, ich glaube, das hat man im Hinterkopf, aber das interessiert den Spieler auf dem Platz dann direkt nicht und mich als Trainer eben auch nicht. Das kommt dann hinterher, wenn vielleicht so ein Ergebnis dann mal passt, aber wir sind Leistungssportler, wir wollen Spiele gewinnen und da und im Pokal wissen wir, dass vieles möglich ist, dass dann halt auch in den 90 Minuten Grenzen verschwimmen können, egal ob das dann zwischen vierte und erste Liga ist oder eben auch innerhalb, wenn man innerhalb einer Liga spielt. Und da gibt es für uns dann halt diesen Schwung und diese Euphorie, die wir uns in Hannover eben erarbeitet haben, eben auch hier direkt eben wieder auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, ja, wir müssen dann schon auch Heidenheim zeigen, dass wir da sind und unangenehm zu sein, also sogar vielleicht auch eklig zu sein, dass wir halt, das müssen wir auf jeden Fall hinkriegen, dass wir reinkommen in die Zweikämpfe und dann kann das ein Spiel werden, was uns viel Spaß macht. Auf der anderen Seite, wenn wir das nicht schaffen, dann kannst du eben auch viel hinterherlaufen und das ist das, was dann den Fußballern oder unseren Jungs eben auch nicht so viel Spaß macht. Alle Fragen erstmal beantwortet, dann herzlichen Dank. Schon, wenn man sich mal so die jüngste DFB-Pokalgeschichte des FC Hansa Rostock anguckt, ist es schon irgendwie ein bisschen kurios hier. Gefühlt hatten wir einen Dauerabo auf den VfB Stuttgart, jetzt in der ersten Runde der erste FC Heidenheim, ein Konkurrent in der zweiten Liga, gegen den es dann schon eine Woche später auswärts rangeht. Bist du zufrieden mit dem Los oder hättest du dir irgendwie einen anderen Gegner gewünscht? Heidenheim ist eine super Mannschaft, ne? Das auf alle Fälle. Ich habe mich auch gefreut, eine alte Mannschaft wieder zu treffen. Aber ja, hätte mich auch ein anderer Gegner gewünscht, weil ich weiß, die Qualitäten von FC Heidenheim, die sind nicht einfach, weil die in meinen Augen alles haben. Schnelligkeit, Robustheit und ja, wie gesagt, Frank Schmidt macht das überragend dort. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, aber ja, hätte auch ein anderer Gegner sein können, aber am Ende finde ich immer, wir spielen hier zu Hause, ob das jetzt in die Bundesliga kommt oder jetzt FC Heidenheim. Wir wollen die Heimspiele immer gewinnen und so müssen wir auch angehen und freue mich jetzt auch über Heidenheim. Aber hast du denn noch Verbindungen nach Heidenheim? Hast du da noch Kontakte? Sehr viele Kontakte, ja. Mit ein paar Jungs, auch mit den Trainern auch manchmal. Lass ich manchmal was rausschicken und von anderer Seite auch. Und das ist halt nicht schön und das muss auch so bleiben. Okay. Eure Fragen an John. Danke. Ja, ich würde direkt dran anschließen. Für viele Spieler ist es ja immer ein Stück weit extra Motivation, wenn man auf seine ehemalige Mannschaft trifft. Wie sieht es bei dir da aus? Ja, ich sehe das auch so natürlich. Wie gesagt, ich freue mich unheimlich, die Jungs auch wieder zu sehen und auch natürlich den Trainer. Aber ja, für Sonntag sind wir 90, vielleicht 120 Minuten keine Freunde. Und ja, ich will unbedingt das Spiel gewinnen. Und so muss das Mannschaft auch antreten. Und ja, das wollen wir auch machen. So. Du bist da seit 3 Jahren weg, du hast auch keine schlechte Zeit gehabt, aber könntest du sagen, was den John Verhoek von 2018 damals, 2016, 2018 unterscheidet von dem heute? Wie hast du dich da entwickelt? Bist du besser geworden?
Ja, ich glaube, das kann man schon gut vergleichen, wo ich damals war. Und ich habe mir selber auch gesagt, nach Duisburg, wo war die Fehler, was ich da gemacht habe? Wie war die John Fook in Heidenheim? Und da wollte ich wieder aufarbeiten hier bei Hansa. Hat auch eine Weile gedauert. Aber ich habe hier auch mit dem Trainerstab und auch Pikang, die immer hinter mir stand. Und ich habe auch nie aufgegeben und auch immer daran gedacht, wie kann ich wieder der Verhug sein, die damals. Und ich immer, wie gesagt, immer Gas gegeben und immer daran geglaubt. Und deswegen bin ich wieder, ja, vielleicht noch in besserer Form als damals, hier gut angekommen. Vielleicht bin ich zu spät, aber ich bin in guter Form und ich bin fit und das ist halt wichtig. André. Ja, John, kannst du vielleicht mal sagen, was das Besondere vielleicht an Frank Schmidt ist, der ja so lange jetzt in Heidenheim ist? Du hast ihn ja selbst erlebt. Was würdest du sagen? Was zeichnet ihn aus? Ja, der macht eine Mannschaft aus. Der ist egal, ob du spielst oder nicht spielst, die Jungs, die da spielen, klar, wenn du nicht spielst, bist du vielleicht weniger glücklich, aber die Jungs, wo ich das damals gemerkt habe, war alle für den Trainer da. Und der Frank Schmidt hat, das ist FC Heidenheim, finde ich immer. Und wenn du dorthin gehst, dann weißt du seine Philosophie, und wenn du dann länger drin bist, dann weißt du auch, was für Arbeit er liefert. Und dann, egal ob du spielst oder nicht, wirst du immer kämpfen für ihn. Und das bringt er an der Mannschaft, und das merkt man auch innerhalb der Mannschaft und am Ende der ganze Verein. Sven. Der Pokal kann ja nun wirklich 120 Minuten oder länger mit Elfmeterschießen gehen. Wärst du bereit, die 120 Minuten zu gehen, und wärst du auch bereit, wenn es dann wirklich zum Elfmeterschießen kommt, zu sagen, Trainer, ich schieße so ein Ding? Ja klar, da bist du auch Profi für, ne? Auch für längere Zeit zu spielen. 120 Minuten habe ich, keine Ahnung, für 3 Jahre mal gespielt mit der FC Heidenheim gegen Eintracht Frankfurt. Und da müssen wir auch vorbereitet sein. Und wie gesagt, wenn ich wirklich so lange auf dem Platz stehe und ich muss einen Elfmeter schießen, bin ich völlig bereit dafür. Alle Fragen beantwortet? Da habe ich noch eine Frage. Hast du mit deinen Söhnen schon Torjubel ausgemacht und vereinbart? Auf jeden Fall. Okay. Das bleibt aber noch ein Geheimnis. Ja, genau. Das müssen wir Sonntag hoffentlich sehen. Dann sind wir gespannt. Dann danke ich euch beiden. Und wir sehen uns spätestens am Sonntag im Ostseestadion.